Para-Bogensport. Wer kann mitmachen? Beim Para-Bogensport treten Athletinnen und Athleten mit Querschnittslähmungen, Amputationen, Dysmelien oder koordinativen Einschränkungen wie Muskelhypertonie im Einzel-, Mixteam- und Mannschaftswettbewerb gegeneinander an. Regeln und Ablauf. Parabogensport ist eine Präzisionssportart und erfordert viel Konzentrationsvermögen. Geschossen wird entweder mit einem Compound- oder einem Recurve-Bogen und je nach Startklasse im Stehen oder Sitzen. Mit dem Recurve-Bogen schießen die Sportler aus 70 Metern Entfernung auf eine 122 cm kleine Scheibe, die in 10 Einzelringe unterteilt ist. Beim Compound-Bogen beträgt die Entfernung 50 Meter. Die Scheibe hat einen Durchmesser von 80 cm und ist in 5 Ringe eingeteilt. Je näher der Pfeil in die Mitte geschossen wird, desto mehr Ringe werden gezählt. Getreu des Mottos, alle ins Gold. Gewonnen hat der Athlet oder das Team, das am Ende die meisten Ringe geschossen hat. Hast du auch Lust auf Parasport? Dann starte deinen Weg auf parasport.de.